Wir haben an der ZHW eine Nachhaltigkeitskommission, die ist selber von Studierenden aufgebaut worden. Die setzt sich für Nachhaltigkeitsthemen ein. Als Leiterin dieser Kommission ist mir das Thema natürlich speziell wichtig. Und wir sind immer auf der Suche nach engagierten Studierenden, die da ZHW übergreifend auch mitmachen wollen, weil die Kommission setzt sich auch dafür ein, dass vor allem die Studierenden sich auch untereinander vernetzen, dass sich die Studierenden mit anderen Departementen austauschen können und von den verschiedenen Gegebenheiten profitieren bzw. Voneinander lernen. Ich interessiere mich schon länger für Nachhaltigkeitsthemen und im Rahmen eines Moduls an der ZHW, wo ich studiert habe, haben wir die Möglichkeit gehabt, einen Projektantrag einzureichen. Und ich sage mir, das ist eine Kollegin und ich, wir durften bei dem Youth Change-Projekt mitmachen. Und insofern ist das Projekt dann auch so zu dritt entstanden. Unsere Motivation war sicher, um etwas gegen die Abfallthematik zu machen. Wir Schweizer produzieren am drittmeisten Abfall hinter USA und Dänemark. Und wir haben gefunden, im Hochschulalltag kann man da sicher etwas dagegen machen, weil im Alltag können wir eigentlich auch recyceln und auch Kreislaufsystem nutzen. Und das war ein grundlegender Treiber. Als Nachhaltigkeitskommission wünschen wir uns, dass natürlich vermehrt immer mehr Studierende bei uns mitarbeiten und Projekte zusammen angehen, weil wir sind uns bewusst, als Studierende haben wir einen Einfluss und sollten aber auch eine Verantwortung übernehmen. Und wir wünschen uns speziell von der ZHW, dass sie das Engagement auch anerkennen und insofern auch die Studierenden dabei unterstützen, dass sie hier aktiv werden können.